Spieler wie Musiala an so einem Tag wie heute, was heißt es, ihn im Team zu haben und gegen einen zu haben? Ja, wenn man nicht direkt beteiligt ist als gegnerischer Trainer oder gegnerische Mannschaft, dann ist es ein Hochgenuss, dem Jungen zuzuschauen. Und Deutschland, die Nationalmannschaft, kann sich von höchstem Wert glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben. Und er wird die Mannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm. Ja, Jamal ist jetzt in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Wir sind immer mit ihm zufrieden. Das Potenzial ist klar, ist herausragend. Aber die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie er es auch gewohnt war und wie er es auch möchte. Jetzt fühlt er sich sehr wohl, fühlt sich fit, fühlt sich auf der Position wohl und die Automatismen greifen ein bisschen besser und deshalb ist er sehr spielentscheidend jetzt für uns, war heute auch wieder spielentscheidend. Die ganzen letzten Spiele kann er sich wirklich auf ihn verlassen, er ist fleißig, ein gutes Niveau jetzt erreicht, sehr, sehr gutes Niveau, auch die Mischung zwischen Dribblings, zwischen Passspiel und die Entscheidungsfindung ist jetzt gerade sehr, sehr gut und wir hoffen, dass er das Niveau jetzt so halten kann, wir werden ihn weiter pushen. Weil dann natürlich für uns so wie heute entscheidend ist und auch entscheidend sein soll.